Willkommen zurück bei Napoleon Total War. Ich spiele wieder mit Ludwig an der Mehrspielerkampagne weiter. Im Voraus möchten wir uns schon mal dafür entschuldigen. Es sind nämlich ein paar Runden verloren gegangen, da unser Aufnahmeprogramm nicht ganz funktioniert hat oder wir selber ein bisschen gefailt haben. Aber ihr habt nicht sonderlich was verpasst. Matze hat leider Gibraltar verloren und ich Mailand. In diesem Teil werden wir wieder versuchen, unsere beiden Städten zurückzuerobern und wie gesagt, Europa weiter zu erobern. Viel Spaß dabei! Ja, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt gleich Gibraltar zurückerobere, weil es ja doch etwas entfernt liegt, aber irgendwann werde ich schon wieder einnehmen. Ach übrigens, kleine Info für alle Rome Total War Fans, es gibt ein Gameplay von dem zweiten Teil dieses aufregenden Spiels. Sehr geil, sehr geile Grafik. Du meinst jetzt von Rome 2, oder? Genau. Ja gut, hier sind wir wieder auf der Kampagnenkarte. Und wie es aussieht, bin sogar ich gerade dran, muss schnell nach Gibraltar schauen. Ah ja, genau, hier ziehe ich noch meine Flotten zurück. Ja genau, mehr konnte ich diese Runde nicht machen. Am Anfang sind die Kräfte aller Nationen noch ziemlich ausgeglichen, aber wird sich schnell ändern. Wie ihr wisst, habe ich ein paar Siedlungen in Norddeutschland erobert und dies wird weiter fortgesetzt. Zum Beispiel Oldenburg hier. Und übrigens den Frieden, der den Kriegseintritt gegen dich auf Seiten der Österreicher habe ich abgelehnt. Das ist ja logisch. Und Preußen hat mich angegriffen und mir den Krieg erklärt. Huiuiui, ist das Oldenburg oder wo ist das? Hannover. Hannover, okay. Naja, wenn sie die Stadt erobern, werde ich ihnen hauptsächlich gute Verluste zufügen und meine Hauptarmee ist sowieso in Oldenburg, das ist ein Katzensprung davon entfernt, dann werde ich es auf jeden Fall wieder zurückerobern. Willst du das direkt spielen, oder? Ja. Okay, dann machen wir das. Wird wahrscheinlich ein kurzes Gefecht. Ja, du hast da so viele Bürger irgendwie. Leider. Wie ihr aus unseren vorherigen Teilen wisst, Bürger ist der reinste Müll. Kannst du glatt in die Tonne treten. Das werde ich auch tun. Oder in jedem auf Haus Artillerie der Stadt ist ein Mülleimer. Oder auf Artillerie zustürmen. Nein. Da weiß ich was Besseres für die Bürger. Schlacht von Hannover im Jahre 1805. Gab es zwar natürlich nie, aber trotzdem. Wir sagten ja, wir werden den Lauf der Geschichte etwas verändern. So verändern, dass es das Deutsche Reich niemals gibt. Es hat sehr schönes Wetter. Perfekt für eine Schlacht. Nee, jetzt. Doch, das war nicht ironisch gemeint, das war ernst gemeint. Ach so, okay, ich dachte, es pisst schon wieder. Schön wär's. Wie ihr auch wisst, bei uns hat's bei fast jeder Schlacht immer geregnet. Nicht gerade angenehm. Nee, das geht auf die Dauer wirklich auf die Nerven. Boah, bei mir hängt schon wieder ein bisschen. Das macht nichts. Ja, ich denke, es wird einigermaßen gehen. Okay, ich denke, die Schlacht sollte ich gewinnen. Das denke ich auch. Also ich wäre dann bereit. Moment noch kurz.
Da du nämlich deine ganze Armee jetzt nach rechts, von mir aus gesehen nach rechts verschoben hast, muss ich meine Art hier auch neu positionieren. Du siehst, wo ich mich hinstelle? Ja. Nee, Spaß. Das ist nicht dein Ernst. Nee, war es auch nicht. So, dann drück ich jetzt einfach bereit. Egal wo du kommst, sind eh nur deine Bürger. Die werden schon krepieren. So, mal gleich ein kräftiges Artifeuer hier. Aber ich glaube, ich schieße nur in den Hügel rein im Moment. Oh ja, das sieht ganz so aus. Na, dann geht's mal los. Boah, bei mir hängt schon wieder ein bisschen, bei dir auch? Nee, ja doch ein bisschen, ein bisschen. Also ich versuche eigentlich eine relativ taktlose, weil mit bewaffneten Bürgern kannst du dich wirklich auf Taktik spielen. Da ist es eigentlich egal, was du machst. Genauso gut gleich fliehen lassen oder so. Oh Mann, das war schon ein schöner Treffer hier bei meinen Füsilieren. Wenn sich meine Art jetzt mal bewegen würde hier. Ist ja erbärmlich. Spinnt der Pepe? Aber nicht nur ein bisschen. Schau mal deinen General an, wo der steht. Ach, der ist galoppiert. Der sollte eigentlich nur gehen, dass die Infanterie hinterherkommt. Gegen wen ist der im Nahkampf? Kotze. Kommt zurück, blöder General. So. Boah, jetzt protz doch mal schneller ab, Alter. Das dauert immer. Ja, das ist das eine. Mal sehen, ob deine Füsiliere lange im Nahkampf bestehen können. Also gegen die Bürger, glaube ich, sollten sie schon schaffen. Also wenn sie das verlieren. Ich kann zwar gerade nicht wirklich in den Wald schauen, aber ich glaube, da geht's auch übel zu. Ja, das glaube ich auch.
Ich muss mich hier auf das Ausschalten deiner Arti konzentrieren. Ich weiß. Wenn da jetzt allerdings gleich deine Lanzenreiter kommen, dann wird es schon wieder enger hier. Das sind einmal Dragoner und Husaren von mir. Ich weiß nicht, ob die das gegen Lanzenreiter schaffen. Lol, volle Kartätsch in einer tot. Ja, da ist der Winkel schon ziemlich spitz, oder? Autsch. Müsste er eigentlich sein. Ja gut, aber jetzt im Nahkampf, glaube ich, haben sie keine Chance. Ja, aber die Reiter dürftest du eigentlich schon verlieren. Kann schon passieren, ja. Schauen wir das mal bei... Ja gut, deine Arti ist weg. Das war's dann mit der Arti. Das war so oder so klar. Ha, gehst mit den Bürgern nur in Nahkampf. Und zwei Bürgertrupps ja, verlieren gleich... Im Fernkampf sind sie ja noch schlechter. Das ist ja unglaublich. Zwei Bürgertrupps verlieren gleich gegen einen meiner Füsiliere. Auch nicht schlecht. Ja, aber da muss man aber dazu sagen, dass deine auch noch auf einen schießen. Aber das geht, glaube ich, schnell vorbei jetzt. Also was Besonderes machen kann ich nicht. Ah, das mit den Linien füsilieren ist jetzt aber klug. Schön auf alle Seiten hin austeilen. Geht doch zurück, blöde Dragoner. Ah, das war jetzt gut gemacht mit den Lanzenreitern. Bei mir hängt's gerade ein bisschen, dann kann ich so schnell reagieren. Auch. Die Husaren dürften jetzt eigentlich gleich fliehen. Ja, okay, jetzt kriegen sie wieder ein bisschen Moralschub, aber der dürfte nicht lange sein. Ja, greift ihr mal mit an hier, Dragona? Ich glaube, ich häng. Ja, also mit den Bürgern, da kann ich eigentlich gar nichts machen. Fliehen schon alle? Ja, bis auf die... Dein General flieht, ja? Nee, der rennt absichtlich so weit weg, oder? Nee. Mit dem habe ich was ganz Spezielles vor. Aber zurück zum echten Gefecht. Das ist nicht so leicht, gegen so eine koordinierte Armee zu kämpfen. Obwohl du hast Garde-Kavallerie, das ist ja nicht normal. Das war eine schöne Seite gegen deine Füsiliere. Ja, die haben nur 40 Mann. Ach komm, geht in den Nahkampf, was soll's. Willst du etwa meinen General meucheln? Fast. Hinterher. Ja, ja, gleich wird deine Arti gecharged. So, schön austeilen, Quadratformation. Oh, schön noch einmal geschossen. Oh, Artillerie, abprotzen und zwar schnell. Dein General folgt meinen. Jetzt schießt noch einmal, komm, wumm mit Kartätschen rein da. Ach nee, das wird nix. Aber dein General verfolgt meinen, das ist auch geil. Ja, was soll ich machen? Sonst was ist ja nichts in der Nähe hier.
Hat deiner Fleet eh gleich. Hallo, bewegt euch mal. Gardekavallerie, also Dragoner, lauft ihr mal? Ah, endlich. WTF, wie starkst du deine Linienfusiliere im Nahkampf? Ja, schieß doch auf die Kavallerie. Rennt direkt dahinter vorbei. Ach, diese Linienfusiliere muss jetzt fallen, egal wie. So, Dragoner auch noch da rein. Hör, was war das jetzt? So, das muss fallen hier. Auf geht's. General von hinten hereinchargen. Irgendwie läuft dein General vor meinen und meine freien trotzdem weiter. Lol. Naja, wird jetzt noch ein lustiger Kampf. Auf geht's, lauf, lauf, komm schon. Ja, der charged auf vollen Rücken, aber mein General ist Jawohl. direkt schon dahinter. Lol, meine Chargen. Oh, wenn der getroffen hätte, voll in deine Einheiten. Autsch, das tat weh. Aber ich denke, das müsste ich jetzt doch gewinnen gegen also deine Das kannst du gar nicht Kavallerie-Formation. verlieren. Ja, okay, dein General stirbt eh gleich. Der hat noch 7 Mann. Ja, aber die Meine halten sich gar nicht schlecht. Ja, also Quadratformation gegen Kavallerie, also. Dein General ist gestorben. Nein, was, wie geht das denn? Zur Hölle. Dein General ist tot. Nein, meine auch. Ja, wenigstens. Alter, was, wieso konnte mein General da sterben? Das ist nicht schlecht. Pfui. Louis Ferdinand, Prinz von Preußen, der Prinz sogar noch. Naja, gut für dich. So, und jetzt kümmert euch um den Nahkampf. Das werden man ja jetzt hoffentlich gewinnen, ey. Alter, wenn die das verlieren. Nein, flieht doch nicht, ihr Affen. Meine haben eh schon eine niedrigere Moral. So, General, kommst du jetzt auch nochmal hier rein, gefälligst? Ja, Das ist okay, jetzt echt der ist es Hammer. vorbei. Ja gut, jetzt liegen sie ja zum Glück, Aber ey, ich das. glaube, ich habe den Preußen noch eine recht gute Anzahl an Verlusten Ja, vor zugefügt. allem mein General. Wie geht das? Wie konnte der vor dir sterben? Meiner hat immer noch 12 Mann. Ach, pfui. Und das ist ja so ähnlich wie bei Napoleon Horton War, wenn du mit dem Onager direkt beim ersten Schuss einen General triffst. Du meinst bei Rome. Ja. Du sagst immer Napoleon statt Rome. Ah, sorry, ich meine eigentlich Rome. Na, egal. Ja, das war doch jetzt eine lustige Schlacht. Wie viel Zeit haben wir noch? Also 20 Minuten sind wir jetzt dran. Ich denke, das passt ungefähr für eine Folge. Aber schauen wir Ja, uns doch dann die machen wir. Einheitenstatistik an. Da bin ich schon weg auf jeden Fall. Ich habe 400 Mann von dir getötet, aber die... Ja, das passt schon ungefähr. Eigentlich eine recht gute Leistung von Ludwig. So, da mache ich jetzt noch schnell den Gegenangriff, aber das entscheiden wir dann automatisch, weil da ist Okay. Napoleon dabei. Kann ich nur Napoleon hinschicken und der gewinnt. Oh, ich verliere viel zu viele Städte. Ach, die kriegst du alle wieder. Hol dir danach gleich Hessen, also Kassel. Das müsste ja nur bei, ja doch mit deiner Armee aus Oldenburg müsste das schon gehen.
So. Ja, da habe ich eh keine Chance. Allein schon von der Moral her. Napoleon. Oh, Niederlage, was für ein Wunder. Das Viech. Keiner übrig geblieben. Ja, genau, ich habe genau 250 Männer von dir gekillt. Jetzt haben die Preußen ihre komplette Streitmacht verloren bis jetzt. Wir können auch gleich nach Berlin einmarschieren oder in Kleve erstmal, weil das ist jetzt richtig umzingelt. Du hast mich auf eine richtig geile Idee gebracht. Ich marschiere nächste Runde nach Berlin. Aber pass auf, hier steht noch eine Armee, allerdings nur eine Drei-Mann-Armee. Ja, ich Oder habe mir das nicht ganz so angeschaut. schau zuerst, was in Kleve steht, weil wenn in Kleve eine große steht und du komplett nach Berlin marschierst, dann sind Oldenburg und Hannover wahrscheinlich wieder weg. Oh, in Kleve ist eine 14 Armee. Dann radier die zuerst aus. Nö, ich nehme Berlin ein und zwinge sie zur Kapitulation. Das dürfte auch gehen. Ja, wenn das geht, ist noch besser. Mich regen nur die Russen auf. Ach, die Russen, die werden auch alle kaputt gehen. Jetzt baue ich noch schnell ein bisschen was aus. So, dann kannst du jetzt noch deine Runde machen, dann können wir es auch beenden. Okay. Mal sehen, ich komme vielleicht mit meiner Flotte sogar schon nach Dänemark. Und meine Handelsschiffe sind fertig. Sehr nice. So schön die Handelsroute vollstopfen. Auf jeden Fall, wenn ich Mailand eingenommen habe, dann sind die Russen erstmal hier aus Mitteleuropa wieder verdrängt. Ja, das wäre richtig gut. Ich glaube, ach nee, warte. Nee, ich baue zuerst in London meine Garnison aus. So, Artilleriefabrik und Opernhaus noch dazu. Jetzt haben wir kein Geld mehr, muss nur wegen der Flotte noch schauen. Ja, den Dänen erklären wir jetzt den Krieg. So. Nur Ich Mecklenburg frage heißt. mich, Hey, cool. wann ich dir ein Bündnis anbieten kann. Mal sehen. Jedenfalls Österreich ist bei mir beigetreten und Mecklenburg bei denen. Lol. Mecklenburg könnte ich theoretisch vernichten. Kannst du gerne machen. Dazu musste ich meine Armee jetzt ein bisschen regenerieren. Ach, das ist so bitter, wenn mir jetzt Oldenburg weggenommen wird. So, ja gut, das Handelsschiff wird wahrscheinlich bald versenkt werden. Ach nee, das. Na egal, Hauptsache die Armee steht an Land. Und nächste Runde werde ich dann Christiania erstmal einnehmen und dann auch noch Kopenhagen wahrscheinlich. Aber ich würde sagen, das war's mal wieder von diesem Teil. Wir werden bald wieder weiterspielen und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.